Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Cyberpunk 2077 News Update. Ein relativ kurzes, aber krasses Ding. Okay, denk mal darüber nach, was ich ja gerade erzählt habe. Eine relativ krasse Sache, die Sony gerade gemacht hat. Und zwar Cyberpunk 2077 wurde aus dem PlayStation Store entfernt. Grund, das Spiel läuft einfach alles andere als gut. Die einzigen, die ein bisschen verschont bleiben von den ganzen Problemen oder von den meisten Problemen, die wirklich krass sind, sind die PC-Spieler. Ansonsten auf Xbox und auf PlayStation unspielbar. Frame Drops, Abstürze ohne Ende und es ist vollkommen egal, ob du auf der PS4, auf der PS4 Pro oder eben auf der PS5 spielst. Ich spiele die PS4-Version auf der PS5. Ich hatte in meinem letzten Livestream innerhalb von anderthalb Stunden dreimal einen Absturz und du bist in deinem Tunnel, du bist in der Story, du zockst gerade, es macht gerade mega Bock, du fliegst raus. Einmal akzeptabel, 10 Minuten später fliegst du wieder raus und schon hast du eigentlich gar keinen Bock mehr. Und nach dem dritten Mal, eine halbe Stunde später, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir vornehme, erstmal zu warten, bis die nächsten Updates kommen. Was aber viel interessanter ist, ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass jemand jetzt sagt, ich möchte mein Geld zurück. Sicherlich wird es Leute geben, denn CD Projekt und Sony haben sich zu Wort gemeldet. Das ist der Originalpost von CD Projekt, dass die sich mit Sony zusammengesetzt haben und es jetzt möglich ist, eine digitale Version wieder zurückzuerstatten. Das heißt, ihr bekommt euer komplettes Geld wieder. Ihr seht hier auch den Link, wo ihr das beantragen könnt. Ist eine sehr drastische Maßnahme. Die schreiben auch für die, die einfach keinen Bock haben zu warten, hier einfach mal eine etwas veränderte deutsche Version. Sobald wir verifiziert haben, dass du Cyberpunk 77 im Play Store gekauft hast, beginnen wir mit der Bearbeitung deiner Rückerstattung und so weiter und so fort. Das Ganze kann aber eine Weile dauern, je nachdem, welche Zahlungsmethode, Kreditinstitut und so weiter. Es wird aber versprochen, dass es weiter Updates geben wird. Es wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich ein Cyberpunk-Update bekommen, was uns so weit zufriedenstellt, dass wir keine Frame-Drops mehr haben. Es ist tatsächlich teilweise so, dass wir gefühlt in 720p zocken und das eigentlich so ein geiles Spiel. Mehrere Male wurde das Spiel schon vom Release her verschoben und trotzdem bekommen wir so ein unfertiges Spiel, würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist einfach, zumindest für mich, für meine persönlichen Erfahrungen, unspielbar. Ich finde, so die ersten 3-4 Stunden gingen und danach fingen meine Probleme an. Lasst mich in den Kommentaren gerne mal wissen, welche Probleme ihr als Konsolenspieler habt oder auch gerne PC-Spieler. Habt ihr Probleme? Wenn ja, welche? Würde mich interessieren. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, habt ihr die Digitalversion vorbestellt, gezockt und möchtet euer Geld zurück? Wie gesagt, ich habe euch gezeigt, was man da finden kann. Das Ding ist, dieser Post, den findet man auf Twitter. Man kann aber diesen Link hier nicht rauskopieren. Das ist ein bisschen bescheiden. Ich spare es mir jetzt aber, diesen Link hier noch in die Videobeschreibung zu packen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, für Hardcore-Fans, die so lange auf das Spiel gewartet haben, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ihr das jetzt zurückerstatten haben wollt. Ihr wollt euer Geld zurück, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt einfach so lange warten, bis es neue Updates gibt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Spiel in nächster Zeit weiter streamen werde, weil es ist scheiße, wenn man mitten im Stream einfach aus dem Spiel fliegt und das immer und immer wieder. Von daher denke ich mal, warte ich, bis es ein paar Fixes gibt. Und dann werden wir weitersehen. Das soll es von meinem kurzen News-Update schon wieder gewesen sein. Ich würde mich über ein paar Kommentare freuen, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Das war es jetzt von mir. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.